360 Football hier mit einem neuen Video zum Thema Athletiktraining für Kinder circa zwischen 6 und 10 Jahren. Natürlich kann man da jetzt nicht unbedingt von einem ganz spezifischen Athletiktraining reden, aber wir möchten da unsere Erfahrungen teilen, wie auch die Kids sich doch ein bisschen mehr bewegen, sich gegenseitig pushen und so auch vorwärts kommen. Wichtig vorab ist auf jeden Fall, dass das Kind auch von sich aus Freude daran hat, Freude am Trainieren hat oder ein bisschen mehr machen hat, weil sonst ist es natürlich sowieso sehr, sehr schwierig, aber wenn das Kind das Interesse zeigt, dann kann man natürlich da auch ein bisschen nachhelfen und die richtigen Übungen wählen, die wir dann nachher auch zeigen. Aber Voraussetzung, das Kind muss Freude daran haben, auch wirklich mehr zu machen. Zweitens, ganz allgemein, muss natürlich die Freude im Vordergrund stehen, weil wir da jetzt nicht irgendwie, ja, wir möchten nur schneller werden, sondern die Kinder müssen auch Spaß haben. Das ist sicher der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt, den wir auch bei unseren Trainings vor allem gemerkt haben, sie möchten sich auch gerne challengen, also wenn es zwei Kinder so gegenseitig oder miteinander etwas machen, kommt das meistens gut, dann pushen sie sich auch mehr und es macht ihnen dadurch auch mehr Spaß. Das sind die wichtigsten Punkte und jetzt zeigen wir euch auch ein paar Übungen, die wir sehr gerne einbauen. Ja, wen haben wir denn da? Ja Leute, Can ist wieder back. Und jetzt zeige ich euch die Übungen vor. Nick, erklärt sie euch. Ja, genau. Also erste Übung sehen wir hier zwei Markierungshütchen. Wir empfehlen das auch mit mehreren Kindern gleichzeitig zu machen oder beispielsweise mit zwei Kindern, damit sie sich gegenseitig pushen. Das, was wir auch am Anfang angesprochen haben. Can zeigt jetzt aber alleine die Übung mal vor, wie das Ganze geht. Komm, komm. Los! Ja, James im Sprint, die Maschine. Ja, so geht das Ganze. Markierungshütchen holen, hinlegen, noch einmal hoch, runter und so geht die ganze Übung. Und dann geht es natürlich darum, dass man so schnell wie möglich wieder am Start ist. Ist klar. Erste Übung und da merken wir auch, dass die Kinder sich gegenseitig richtig pushen und es ihnen ja wirklich Spaß macht und automatisch geben sie 100%. Für dich, wie war's? War anstrengend. Lass den Kindern noch genug Pause. Guter Punkt. Zwischen den einzelnen Durchgängen mit den Sprints genug Pause. Sonst sind sie platt und das ist natürlich auch ganz allgemein beim Schnelligkeitstraining eine sehr, sehr wichtig, dass man viel Pause macht zwischen den Durchgängen. Ja? Ja. Ich würde sagen, gleich zur zweiten Übung. Gut, Übung 2 und zwar haben wir hier drei, ich sag mal, kleine Tore aufgestellt und hier geht es auch um ein Duell. Can gegen mich in diesem Fall, ich mit invalidem Knie. Ja. So sieht's aus leider. Aber wir zeigen es vor, wie das Ganze geht und zwar versucht einer eigentlich, ohne dass der andere ihn berührt, durch eines dieser drei Tore zu rennen. Und ich darf ihn hier so nicht haben, aber wenn er jetzt, mal hier. Wenn er hier durchgeht und ich habe ihn hier, bevor er durchgeht, dann, ja, das reicht dann nicht. Okay, also er muss mit verschiedenen Täuschungen durchkommen. Das Ganze geht übrigens auch mit Ball, aber heute geht es ja um die Athletik. Das ist so. Also komm, zeig mal, was du drauf hast. Oh, Knie gewesen. Okay. Ja, das ist die Übung. Haben die Kinder auch extrem Spaß und mit den Täuschungen hilft das natürlich auch extrem viel. Hilft dann auch für die Täuschungen mit dem Ball, für die Agilität, Richtungsänderungen und einfach absolute Maschine werden. Ja. Nein, natürlich wichtig, vor allem Spaß zu haben. Ja. Ja. Spaß und versucht die Übung ein bisschen länger zu machen, nicht nach 2 Sekunden versuchen durch die Hütchen zu gehen, sondern wirklich Täuschungen, um den Gegenspieler, ich sage jetzt mal, zu verarschen. Ja, ja, wichtiger Punkt, ja, weil einige Kinder versuchen dann immer direkt durchzusprinten, werden immer genommen, aber das ist nicht der Sinn dieser Übung. Gehen wir weiter. Ja. Übung Nummer 3. Let's go. Bei der nächsten Übung geht es darum, dass wir auch die Zeit messen, denn wir haben gemerkt, dass die Kinder das lieben oder vor allem die Kinder, die auch
etwas Gas geben wollen. Die ambitionierteren Kinder finden es richtig cool, wenn sie dann sich selber schlagen können oder besser sein können als ein anderes Kind. Also dann gehen sie wirklich ans Maximum. Ihr werdet es nachher gleich sehen, es sind immer 5 Schritte Abstand zwischen den Markierungshütchen. Dort voll durchziehen. Es ist eine Übung, die jeder machen kann, aber einfach das Messen, also die Stoppuhr, das Stoppen der Zeit macht nochmal den kleinen Unterschied aus, dass die Kinder auch richtig Gas geben. Drei, zwei, eins, go! Jawohl, jawohl, Vollgas, komm, komm, komm! Bis am Schluss, komm noch, komm noch, komm noch! Jawohl, gut, 10, 29. Sehr schön. Das waren jetzt 3 Übungen, die man so einbauen kann. Aber natürlich kann man auch verschiedenste Sachen machen, verschiedene Spielformen oder auch Fangis, sagt man zumindest auf Schweizerdeutsch. So fangen. Auf Hochdeutsch, keine Ahnung, Bro. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So spielerische Sachen oder eben Zeit stoppen finden sie cool, Duelle finden sie cool. Ja, gehen sie auch automatisch an ihre Grenzen. Haben wir sonst noch was zu sagen? Ja. Ja? Unbedingt. Ah, unbedingt. Liken natürlich, wenn ihr das Video gut gefunden habt. Abonnieren für weitere Videos. Auch unten kommentieren, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Die Glocke aktivieren. So supportet ihr uns auch. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.